Ich meine, wir sind ein Magier. Zap, zap. Mhm. Unter deinem Hof ist... Was? Ah, hier ist er. Die sind Hase. Na, mal gucken, wie lange. Was ist denn hier? Ah, oha. Ah, nicht so cool. Ein Ripper. Mehrere Ripper. Kriegen wir? Nein. Oh, egal. Kommt eh gleich hoch, warte. Dann gönnen wir sogar hier mal. Ist er bald da? Was ist denn das dumme Ding? Ja, es ist einfach nur unten drunter. Warte mal. Ich geh selber runter. Hallo? Da. Was? Oh, und wir haben den Ruf in Treles. Ready, das ist doch super. So habe ich es mir vorgestellt. Ein paar Dämonenpilze, eine Truhe. Oha. Oha. Luftgeldjägerarmbrust, das ist viel wert. Das ist die 1000 Gold auf jeden Fall wert. So, so, Krötenwurz, passt. Ich gehe mal den Weg hier entlang. Je nachdem, was wir hier finden. Ah ja, hier geht's auch raus. Gut zu wissen. Ich guck mal, ob ich oben nochmal reinkomme, weil da war eine Truhe. Nein. Okay, gut. Nevermind. Einmal außenrum geschludert. Ach so, hier. Ja gut. Das hat sich jetzt natürlich dumm rumgetragen, ne? Müssen wir einmal drum herum. Warte. Ich nehme mir mal zur Sicherheit ein paar Pilze zu mir, ne? Wer weiß, wie viele Feuerbälle wir gleich brauchen werden. Einmal hier hoch. Dann da lang. Und dann hier rein. Ich liebe die Musik, die ist toll. Gerade dieses Stück ist super toll. Ja, toll, danke. Nö. Hat sich ja gelohnt. Vielleicht waren wir sogar hier schon drin und ich hab's mir nicht richtig angeguckt. Okay, passt schon. Einmal rum. Und hoch zu unserem Kumpel. So. Also klar, wir verraten den Typen natürlich nicht, ne? Was bringt uns das auch? Hey, Kumpel. Die grunzenden Biester unter deinem Hof sind weg. Ja, wurde auch Zeit, dass sich endlich jemand darum kümmert. Ja. Hier ist die Pacht, die wir noch an die Orks in Treles zahlen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass du der Richtige bist, sie zu überbringen. Ja, und wem soll sie bringen? Du schleichst herum wie ein Dieb. Ja, ich weiß. Ich suche hier auch Sachen, Kollege. Aber wir müssen noch einen Hof überfallen, ne? Das, oder zumindest besuchen. Der wird auf der anderen Seite sein, wahrscheinlich. Oder in der Nähe vom Pass oder sowas. Okay. Also ich könnte mir ein paar Leute vorstellen. Ich schnaggel mal mit dem einen Typen, der den... Ich habe Avogadro gefunden. Sehr gut. Jetzt bring ihn zurück in sein Labor. Er kommt nicht zurück. Schlägt ihm fast auf den Boden aus. Glaubt ihr, Moras, das ist hier ein Wunschkonzert. Na schön, da bist du ab jetzt unser Mann, klar? Okay. Was bin ich? Ich gebe dir 2 Tage Zeit. Dann bekomme ich von dir 20 Heiltränke. Und wehe, du machst dich auch noch aus dem Staub, klar? Hier hast du deine 20 Heiltränke. Gönn dir. Wunderbar. Das machst du jetzt öfter, klar? Hab ja sonst nichts zu tun. Hör auf zu jammern. Hier ist dein Lohn. Und danke fürs Level. Idiot. Mach's jetzt öfter. Halt! Keinen Schritt weiter!
Lass mich rein. Lass mich rein. Na schön. Danke. Meine Güte. Die Morgas haben keine Ehre. Das ist eben so. Nö, ja, nun. Hey, Kumpel. Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Bleibt dir nur ein. Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten. Mhm. Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von Herausfordern gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten. Sie lassen uns in ihrer Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold. Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Mhm. Und das ist meine Aufgabe. Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Wir sind hier am Rande der Wüste. Wenn die Assassinen größere Heere ins Mittelland entsenden, dann werde ich das hier als erstes merken. Wenn diese Burg hier fällt, könnten die Assassinen ungehindert ins Mittelland. Das will ich verhindern. Verstehe. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Morras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig. Die gibt es auch noch. Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Ha! Die Rebellen überfallen die Bauernhöfe, verstopfen den Pass zur Wüste und bestehlen uns, wo sie nur können. Oben im Westen soll es ein größeres Lager von ihnen geben. Sie nennen es Nemora. Ich würde Nemora gerne ausräuchern, aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen, wie du weißt. Denjenigen, der es schafft, diese Brut zu zerschlagen, würde ich reich belohnen. Haben wir schon gedacht. Wenn ich es mir leisten kann, versteht sich. Wie laufen die Ausgrabungen? Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakte zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft haben. Nur Belia weiß, ob das Amulett, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Mhm. Ich will dein göttliches Artefakt. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn. Ich habe ganz andere Probleme, Mora. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Wie viel? Der Halsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Versuchen wir es. Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Puh, das ist nicht wenig. Okay. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Boah. Ich werde sehen, was ich tun kann. Woher soll ich das Gold für die Assassinen bekommen? Am besten, du gehst zu den Bauern in der Umgebung und forderst die Pacht ein. Geh zum anliegenden Tempel und lass dir alles geben, was der Trupp dort aus dem Tempel geborgen hat. Boah. Den Rest des Goldes musst du dir wohl woanders besorgen. Ist mir egal, wie du das anstellst. Nur mach es schnell. Verstehe. Okay, das wird ein Spaß, würde ich sagen. Übrigens, ich habe ein Waffenbündel gefunden. Okay, also ich muss die ganzen... Also von dem einen haben wir ja schon mal die Pacht bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt noch zum Tempel. Da gibt es also auch nochmal Kohlen. Nehmen wir die Kohlen da raus. Und dann gucken wir uns den Restchen ums Eck um. Oh Gott. Ein Wolf. Eine Blutfliege. Noch ein Wölfchen. Und... Ah, jetzt kriegt er den Zombie auf den Kopf. Egal. Ach ja, komm. Ernsthaft? Dein Ernst? Blöde Wölfe. Aber wir haben dafür das hier. Ja gut, das ist schon mal
Ja, das ist doch ganz verträglich, würde ich sagen, ne? Hör mal. Ein Ogerblatt. Einmal Wolfskraut. Eine Blutfliege. Na komm. Ein Wildschwein. Eine Blutfliege. Da ist ein Bauernhof. Das ist schön. Ich gönn mir das Gold und bring's zu dem Ben. Der wollte sich mit uns prügeln, ne? Ey. Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Knecht? Ich bin kein Knecht. Ich kenne einflussreiche Leute. Wen? Die Orks bei der Ausgrabung am Tempel im Süden zum Beispiel. Wen genau? Wen genau? Den Aufseher. Ja genau, den Aufseher dort. Wie heißt er? Das weiß ich doch nicht mehr. Die Orks sehen doch alle gleich aus. Ich glaub, angepöbelt. Wirklich? Ich habe für die Orks am Tempel gearbeitet. Was anderes? Irgendwo da drüben muss sogar noch meine alte Schaufel rumliegen. Ach was. Sieh doch nach, wenn du mir nicht glaubst. Und was habe ich davon, wenn ich deine alte, gammelige Schaufel finde? Wenn du mir meine Schaufel wiederbringst, dann verrate ich dir, wie du an viel Gold kommen kannst. Ach was. Okay. Das wird ja immer besser. Hey, ich mag vielleicht ein Hitzkopf sein, aber ich bin kein Lügner, klar? Wir werden sehen. Das eine war richtig. Ich habe hier deine Schaufel. Du bist mir was schuldig. Du warst tatsächlich im Tempel? Das siehst du doch. Aber da waren doch diese fürchterlichen... Untoten. Eins muss man dir lassen. Mutig bist du. Dankeschön. Du hast noch was vergessen. Was? Kohlefreundchen. Raus damit. Ich habe den Bauern Derek manchmal beobachtet, wie er nachts rüber zur Inos-Statue geschlichen ist. Sieh mal dort nach. Er hat da bestimmt noch einiges gebunkert. Dankeschön. Guter Mann. Da ist der. Du bist bestimmt gekommen, um die Pacht einzufordern, oder? Ich kann sie dir nicht zahlen. Diese diebischen Mistkerle haben alles gestohlen. Ach, verdammt. Siehst du, da sind sie schon wieder. Da sind noch mehr von den Biestern. Wollen wir drum kümmern, meinst du? So macht man das. Kumpel. Lass das mal. Eieiei, ich hab keine Mana mehr hier. Was hast du jetzt davon? Oh. Oh. Diese dreckigen Diebe stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Was ist mit deiner Pacht? Meine Pacht, die ich an Trelis zahlen wollte, wurde mir gestohlen. Diese dreckigen kleinen Mistkerle. Woher kommen diese diebischen Goblins? Sie kommen immer wieder aus dem Norden hierher auf meinen Hof und klauen, was das Zeug hält. Irgendwo entlang des Flusses muss ein Nest sein. Okay. Ich wünschte, jemand würde da mal ordentlich aufräumen. Dann könnte ich hier endlich in Ruhe meine Arbeit machen. Gut, wenn du das so sagst, Kumpel. Das hat mich jetzt gerade überrascht, dass hier überhaupt so komische Viechchen kommen, Alter. Aber wir haben ja jetzt erfahren, der kleine Lügner, der kleine Lügenkobold, versteckt hier Kohlen. Tja. Gut. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass da was geklaut wurde. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Schade, ich kann den einen Goblin hier nicht nochmal. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So. Das hat uns gerade noch gefehlt. Aber wir kümmern uns natürlich darum. Ich sag ihm nur. Nee. Warum nicht? Zeig mir. Ach ja. Dankeschön. Tja, da haben wir ein mächtiges. So, ich geh erstmal pennen. Und dann gehen wir mal hoch in den Norden. Er hat gesagt, im Norden soll es eine Höhle geben. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Wenn da eine Höhle existiert, machen wir sie platt. Das ist für mich No-Brainer. Wenn er lügt, haben wir ganz andere Probleme. Was gucke ich, ne?
Die ist nicht hier, die ist nicht hier. Ah ja, hier sind noch ein paar Truhen. Schön. Loot tut gut. So, eine Metalltruhe. Ja, ein Erzbrocken, die ist das. Sehr gut. Da waren 250 Gold drin, ne? Hier unten ist nichts da, aber da vorne ist was. Und dementsprechend speichere ich. Und jetzt geht's als allererstes rein. Wir kümmern uns um das Zeug hier. Oh, moin. Leute, auf euch habe ich schon mal gar keinen Bock, ja? Ihr kleinen Diebe. Ihr habt das Gold hinter der Innos-Statue verschwinden lassen. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Finde ich nicht nett. Und ihr habt den Bauern dazu angeregt, die Sachen zu verstecken. Ja, wobei, es kann sein, dass es wirklich so ist und dass es nur einmal sein Erspartes ist, so, ne? Und einmal das ist, was er tatsächlich als Pacht hat. Dann haben wir ihm jetzt sein Erspartes geklaut. Okay. Alter, haben die hier viel. Ja, gar nichts sagen. Ah, noch ein Waffenbündel hier, ne? Boah. Die kleinen Scherzkekse. Die haben sich einiges zusammengestibitzt hier. Hämme. Ja, was wir jetzt erstmal brauchen. Das da. Licht. So. Ein diebischer Goblin. Zwei. Ei. Oh, den hat es nicht getroffen. Schade. So. Bin ja nicht doof. Die haben halt einfach Schweine geklaut, ne? Naja. Solche Leute waren das also. Wow. Waffenbündel noch. Also, geklaut haben die wie die Elstern. Danke. Unmöglich. Oha. Wir haben aber noch einen Zauber. Vielleicht klappt der hier. Das könnten wir gleich noch austesten. So, da haben wir noch ein bisschen was bekommen, was wir gut gebrauchen könnten. Das ist die Truhe, ne? Und gut, es klappt nicht. Traurig. Aber wir wissen auf jeden Fall, wo wir es finden. Gut, dann geht's gleich wieder raus. Ich freue mich schon aufs Gold, was wir dann wieder bekommen. Weil ehrlich gesagt, so ein bisschen Zasten brauchen wir noch. Hm, was ist da hinten? Nichts, was ich wissen müsste, ne? Da ist kein Lager oder so, perfekt. Also, und es gibt noch einen, der hat ziemlich viel Gold gelagert. Also, von dem will ich auch noch seine Kohlen haben. Also, ein Bauer. Die müssen wir dann nach Nemora bringen. Wie wir ja schon gehört haben. Zack. Passt. Da. Die Höhle der diebischen Goblins im Norden ist ausgeräuchert. Von dort kommen sicher keine Goblins mehr. Enos sei Dank. Jetzt ist endlich Ruhe hier auf dem Hof. Ich danke dir, Fremder. Möge dir diese kleine Belohnung auf deinen Wegen helfen. 300 Gold. Wow. Ja, wir haben noch ein bisschen... Wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Moment mal, wie viele Punkte haben wir jetzt zur Verfügung? 22. Oh, wir haben fast... Aber nur fast unsere schnellere Regeneration. Von dort aus ist dann nur noch hoffentlich ein No-Brainer. Hier ist ein totes Wildschwein. Ist Benestransholt? Wo ist denn der nächste Hof? Hier war mal ein Hof. Achso, wir müssen ja eh da hoch. Hier ist ein Ripper. Hi. Burn, Broody, burn. Kostet mich nur ein bisschen Zeug. Ausgrabungsstätte. Hm? Ein Goblin.